Bevor es gleich wieder mit der Musik weitergeht, noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis. 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre Zweiter Weltkrieg, 15 Jahre Kriegseinsätze der Bundeswehr. Sagt Nein zum Krieg. So lautet das Motto vom diesjährigen Ostermarsch, der bundesweit begangen wird. In Stuttgart ruft unter anderem das Friedensnetzwerk am Samstag, den 19. April, zum alljährlichen Ostermarsch auf. Die Demo beginnt um 11.30 Uhr vor Afrikom in Stuttgart-Möhringen. Und der Demozug endet gegen 14.30 Uhr hier drüben auf dem Schlossplatz. Angesichts der aktuellen Geschehnisse in Ukraine wissen wir, dass die Kriegsgefahr weiterhin akut ist. Und wie wichtig eben Stimmen nach einem entschlossenen Nein gegen Kriege auch wichtig sind. Und auch im Sinne der gegenseitigen Solidarität bitten wir Sie, sich auch in diesem Jahr zahlreich am Ostermarsch zu beteiligen. Und nun, nach den Stimmen für Frieden, jetzt Stimmen der Musik, wieder mit SMK 21. Viel Spaß! Unterwegs in diesen Tagen und Monaten mit der Deutschen Bahn, das ist eine Erfahrung, die jedes Mal von Neuem verdaut sein will. Es fängt schon damit an, dass du dich nicht mehr auf den Fahrplan verlassen kannst. Kommt die Bahn, kommt sie nicht? Und wenn sie kommt, wann kommt sie? Bist du dann am Hauptbahnhof angekommen, dann packt dich das kalte Grausen. Du glaubst, du lebst in einem Albtraum. Du irrst durch halb abgerissene Gebäudeteile. Dein Blick fällt auf den verwüsteten Schlossgarten. Stehst du dann im Wind und Regen auf den Bahnsteig und wartest auf deinen Zug, dann steigt eine tiefe Traurigkeit in dir hoch und eine große, starke Wut. Es kann doch nicht sein, dass auf dieser Baustelle Tag für Tag Geld und Arbeit vergeudet werden für einen solchen Unsinn, dass einfach weitergebaut wird, allen Argumenten und Warnungen zum Trotz, das sehenden Auges ein desaströses Projekt vorangetrieben wird, das mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals zufriedenstellend funktionieren wird. Wir rufen den Verantwortlichen bei der Bahn, in den Parlamenten und Regierungen zu. Oh, Schatz! Wir wollen lieber davon überzeugt, dass S21 ein katastrophal schlechtes, für Stadt und Region verhängnisvolles Projekt ist. Ganz zu schweigen von den Milliarden unseres Geldes, die dafür verbaut werden. Ein Blick auf das sogenannte Europaviertel macht deutlich, um was es geht.
seelenlose Betonwüsten, die nur Konsum- und Investoreninteressen befriedigen, aber dem Gemeinwesen schaden. Bei S21 mischen sich die Ignoranz der Macht, Größenwahn, Profitgier und Unfähigkeit in einer Weise, wie wir es in Stuttgart noch nicht erlebt haben. Hier soll offenkundig ein Exempel statuiert, ein gigantisches Bauvorhaben um jeden Preis durchgesetzt werden. Dabei wissen inzwischen selbst die Befürworter, dass S21 kein gutes Projekt ist. Dennoch wird weitergebaut. Da kannst du schon den Blues bekommen und du verstehst, dass viele von uns inzwischen resigniert sind, sich zurückgezogen haben und zutiefst enttäuscht sind von einem Verfahren, das als demokratisch verkauft wird, aber von Anfang an mit Täuschung und Betrug gearbeitet hat. Und dennoch, trotz alledem und alledem, auch Ihnen rufen wir zu Schatten. Wir wollen lieber nochmal, weil wir denken, das können wir noch ein bisschen lauter. Das 1, 2, 1, 2, wir wollen lieber.